Yeah, Buddy, was geht ab, ihr Lieben? Seid ganz herzlich willkommen zu einem neuen Community gegen den Rest der Welt. League of Legends, Annie in der Top Lane. Egal, ob du Annie Top, Mitte oder als Supporterin spielst, sie hat einfach heftigen Burst. Gegen die Top Lane ist es manchmal deshalb einfach schwieriger, weil die Gegner dort tanky werden. Bei Gangplank ist das zum Glück nicht der Fall. Also ich habe hier genau den richtigen Gegner erwischt. Allerdings, klar, Annie bleibt auch squishy und da hat sie manchmal gegen Bruiser das Nachsehen. Aber ich habe schon gegen Annie in der Top Lane gespielt. Ich habe sie auch selber, meine ich, schon aufgenommen. Vielleicht sogar häufiger, wenn, dann ist es aber auch ein bisschen länger her. Und Annie ist einfach, ja, sie ist eine kleine Göre mit einem riesigen Bären. Und diese Kombination ist einfach richtig, richtig tödlich. Und das werdet ihr gleich sehen. Ich hoffe zumindest, dass ich es euch zeigen kann. Wenn euch die Idee natürlich dahinter gefällt, Annie auch mal in dieser außergewöhnlichen Position zu testen, gebt den Daumen nach oben. Und jetzt hoffe ich, dass ihr das Gameplay ein bisschen genießen könnt. Im Anschluss wünsche ich euch eine gute Nacht oder einen guten Appetit oder jetzt einen guten Appetit, was auch immer ihr gerade veranstaltet. Und jetzt hoffe ich, dass ich alle Minions kriege. Sehr sweet. So, Gangplank, was machst du? Ich hab Range, du hast Range. Meine Auto-Attack-Range ist sehr sweet. Das seht ihr gerade, Annie wird hier mit Thunderlords ausgepackt. Das heißt, wenn ich es mal schaffe, eine Fähigkeit extra zu treffen, also im besten Fall dann gleich den Stun. Wow, ich verliere jetzt aber viele Leben, weil ich natürlich Aggro durch die Minions gezogen habe. Und hier ist jetzt die Q super, super stark, denn die Q gibt euch Cooldown und Mana zurück. Guck, bumm. Und da ist Thunderlords drin. Und da ist Annie super stark, weil sie einfach gerade mit ihrer Q sicher farmen kann. Aber auch immer, wenn sie die Minions tötet, holt sie sich das Gold zurück. Und es könnte jetzt schon sein, dass ich den Gangplank kriege. Na, noch nicht, noch nicht, noch nicht. Okay. Hallo, Gangplank. Jetzt muss er kommen. Ich denke. Yes, immer wieder Thunderlords. Das heißt, die Q, die eine Point-Click-Fähigkeit ist, dann die W hinterher und dann eigentlich nur noch mit einem Auto-Attack zusätzlich finishen. So, Gangplank. Komm ran. Ist dem eigentlich klar, dass ich seine Fässer auch... Scheiße. Dass ich die auch zerstören kann? Wer ist bei den Gegnern der Jungler? Wer ist bei den Gegnern der Jungler? What? Ich habe keine Ahnung gerade. Oh, klar, mit seiner Frucht macht er genau richtig. Die Skorbut-Frucht, die erlöst ihn natürlich von meinem Stun. Ah, daran habe ich in erster Linie erstmal gar nicht gedacht. Also den Schaden kriegt er trotzdem, obwohl er sich auch ein bisschen heilt. Das ist in mehrerer Hinsicht wirklich eklig. Er pockt mich so ein bisschen an, aber vom CS her, das stimmt. Außerdem ist die Wave jetzt in meine Richtung gepusht. Spätestens ab Tibbers wird er nichts mehr zu lachen haben. Das war eklig und deshalb gehe ich jetzt auch erstmal zurück. 1100.
Ja, ich denke, das Lost Chapter Moronomicon, das ist schon genau das Richtige. Außerdem habe ich dann auch gleich mein Level 6. Ich habe besser gefarmt als er. Von daher werde ich jetzt auch mehr Erfahrung gesammelt haben. Und... Oh, er hat sein Level 6. Tibas ist gleich ready. Ready to rumble, Gangplank. Das war klar, aber es muss noch nichts heißen. Hopp, komm, Tibilo. Nein. Flash gegen Flash. Allerdings, er hat noch seine Ulti. Alter, ich habe nur einen Auto-Attack von Tibas gebraucht. Aber ihr seht, mit Annie in der Top-Lane, man kann dominieren. Es ist wirklich auch gar nicht so schwer, wie vielleicht manch einer denkt. Annie ist mega biestig. Und das Krasse ist halt, sie burstet und sie hat ein ziemlich einfaches Kit. Das ist eklig. Das ist eklig. Komm, ich gönne mir jetzt mal die Tränke. In 60 Sekunden habe ich den fetten Bären wieder. Schön, und in der Mitte läuft's. Stun ist wieder ready. Komm schon, komm schon. Schade. Und Mana-Probleme halt dank der Q auch nicht. Und deshalb finde ich, kann man Annie erst recht top spielen. Oh komm. Komm, ich glaube jetzt. Jetzt habe ich sie. Jetzt habe ich ihn. Trank ist drin. Trank ist drin. Level Up ist auch drin. Yeah. Er hat seine Frucht im Endeffekt halt richtig gezündet, weil er weg wollte. Aber insofern nicht perfekt getimed, weil ich halt den Stun noch nicht raus hatte. Und ich denke mal, das hat er gedacht. Deshalb hat er sofort reagiert. Aber ja, es war dann doch der falsche Zeitpunkt. Schön. 1 zu 8. Es läuft. Ah, Community gegen den Rest der Welt. Oh, 2 zu 9. Okay. Aus 1 zu 8 sind 2 zu 9 geworden. Manchmal ist das so, ne? Du freust dich und genau in dem Moment dreht sich der ganze Spieß um. Tibas ist bereit. Zum Angriff. 52-36. Auch das ist in Ordnung. Also wirklich, probiert es mal selber. Und ich sage auch, in einem Ranked kann man das auch ausprobieren, die Annie in der Top-Lane zu spielen. Also Annie kann man so oder so spielen, ey. Thunderlords hat ihm wehgetan. Er hat jetzt gerade keine Frucht. Wo ist er? Da ist er. Dieser Totentanz zwischen dieser kleinen Maus und einem miesen Piraten. Das ist so geil an League of Legends. Manchmal sind das so extreme Gegensätze. Aber der eine hat dann doch auch Angst vor der. In dem Fall Gameplay hat Angst vor der kleinen Maus. Aber weil er weiß, dass eben auch noch Tibbers da hinten steht. Come out, wherever you are. Wenn ich es jetzt vielleicht wieder so time. Und jetzt wird es langsam interessant. Aber der hebt sich die Frucht auf. Der will nicht von Tibbers gefressen werden. Ach du Scheiße. Bumm, bumm, bumm. Ach, verdammt.
Ich habe meine Q nicht mehr drauf bekommen. Von der Range einfach. Schade. Aber Tibas ist wieder so hinterher gerauscht. Und I'm alive. Mit 5 HP. Ey, mein Gott. Ja, so eine kleine Göre, die kann dann auch mal lucky sein. Das finde ich sogar fair. Hey, Gangplank ist viel furchteinflößender als Annie. Panda Annie, auch ein sehr cooler Skin auf jeden Fall. Jetzt gönne ich mir nochmal Schuhe. Hab dann zwar keine Tränke, aber das machen wir schon. Ach komm, ich push den jetzt direkt ein. In 30 Sekunden ist Tibbers wieder da. Ja, ich finde die Q an. Also die Q an Annie fühlt sich sehr entspannt an. Ihr müsst aber sogar aufpassen, wenn ihr Annie in der Mitte spielt. Sie ist halt mehr so eine Mid-Rangerin. Dafür hat sie auch ein bisschen AOE. Wow! Wow! Ah, gut kassiert, der Junge. Bumm! Und bumm! Alles klar. Regel ich selber. Danke, Lee. Good job. Tibi? Wo bist du? Tibas? Hola. Kein Assist. Als nächstes würde ich mir dann doch, ja, das Ludens Echo. Also wirklich maximaler Burst. Tibbers Skill Level 3 in 46 Sekunden. Kommst du? Ja. Schade. Aber der Flash ist raus. Ich hab mein Bärchen wieder, Bro. Ich weiß, er wird schnell seine Frucht fressen, aber vielleicht kann ich ihn schneller töten, oder? Vielleicht jetzt da bleiben, Lee. Nein! Oh! Vielleicht. Alter! Lee will's wissen, weil Tibbers tankt. Tibi, tank! Tank noch für ihn. Oh oh. Okay, dann hier. Nice. Good job. Ah, das ist nicht alles. Tibbers ist einfach auch fett. 2100 Leben, hey. Alles klar. 2000 Gold. Ich gönn mir jetzt. Oh, mit dem Needless Large Rod. Ab da fühlt sich der Annie Burst einfach nur OP an. Zack, zack. Oh, warte mal, Magiedurchdringungsschuhe. Noch schneller dem Gangplank hinterherzukommen? Genau das möchte ich. Wo spielt eigentlich der Rakan? Ich verstehe irgendwie immer noch nicht, wen sie da was. Oh! Sauber. Was wäre da, ne? Bumm. That's it.
Oh, man. Damn Annie. Das Coole ist halt, dass Tibbers so diesen. Der hat eine ziemlich große Hitbox. Und mit dieser großen Hitbox könnt ihr halt auch am Rand treffen. Und dann. Oh, der hat sogar überlebt. Nice, weil ich weggegangen bin. Und mit dieser großen Hitbox reicht es halt auch, wenn ihr am Rand trefft. Und das Krasse ist halt bei Annie wirklich, es ist viel AOE. Lächerlicher Schaden. Sie ist natürlich gefeedet, aber ich habe irgendwie auch das Gefühl, mit einer Katar gefeedet zu werden, ist gar nicht mal so übertrieben schwierig. Oh ja, Ezreal ist tot. Ulti. Yo! Wer perfekte Grabscher. Guck mal, wer hier ist. Der ist tot. Yep. Good job. Mann, hier läuft aber auch alles heute. Schönes rundes Game. Okay, komm, jetzt noch ein schöner Fight. Ich hoffe, sie versuchen hier irgendwie zu deffen. Ah, da kommt schon der Udyr. Und bumm! Tibbers, holla, guck mal, wer hier ist. Naja, so einfach kannst du da auf eine Annie nicht zurauschen. Das ist das Problem, ne? Bob. Och, nee. Katarina reagiert sofort. LOL. Ich bin ja jetzt natürlich auch schon fett, ne? Aber lass deine Annie einmal ein bisschen fett werden. Das Krasse ist halt einfach, deshalb kannst du ja auch als Supporter spielen, weil sie trotzdem diese ganze Utility, sag ich mal, die durch Tibbers, durch diesen Stun auch mit reinkommt und den du auch so vielseitig einsetzen kannst, es ist die nächste Fähigkeit. Tibbers kommt sofort. Die W kommt als AOE auch auf viele Gegner. Die Q trifft 100%ig. Also das Kit von Annie finde ich persönlich schon ziemlich gut durchdacht. Ja. Es ist einfach, aber League of Legends muss auch nicht nur schwierige Champions beinhalten. So macht es dann auch einfach Spaß. Man startet. Annie ist, glaube ich, auch kein übertrieben teurer Champion. Also wer von euch ein bisschen Lust hat, vielleicht auch Anfänger ist, vielleicht Annie noch nicht hat, könnt ihr hundertprozentig machen und ihr werdet auch an diesem Champion euren Spaß haben. Denn ihr könnt die Gegner echt mit diesem heftigen Damage auch übel natzen. Stun ist ready, Tibbers ist ready, Abklingzeit 71 Sekunden, also fast jede Minute das Bärchen. Jetzt Blitzcrank, boom! Komm, oh ja. Und boom. Nein, es war noch ein Execute. Und die Gegner surrendern. Ja, es war kein schwieriges Spiel, aber es war eins, was wirklich Spaß gemacht hat, was chillig war, was mit der Community sehr geil gelaufen ist. Alle haben einen super Job gemacht. Mir hat es riesig Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Zumindest auch das Zugucken. Auch danke an alle, die hier mitgespielt haben. Ich bin raus. Ich bin euer Tomek. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao, ciao.